On the River Mosel, the Schengen agreements are signed. Five former enemy countries decide to abolish its borders. A revolution in human history starts on a boat. The resulting circles have been enlarging ever since. Das Resultat von Grenzabschaffung ist Frieden, aber auch Freiheit und Freundschaft. The non-profit organization Elephants for Peace works towards a powerful and lasting peace by means of the image. Through the power of the image, Elephants for Peace creates events to transform the current reality into a desirable one. The elephant stands for the symbol of peaceful power. Despite its majestic size, the elephant lives in harmony with other species. Die Friedenstaube hat es bisher nicht geschafft, den Frieden wirklich auf die Erde zu holen. Und ich dachte, sie braucht einen ganz großen, starken, respektierenden Partner. Und dafür steht der Elefant. Also quasi ein Symbol, was sie schaffen wollen. The first action to prove the validity of the symbol is done at the conflicting border of separated Cyprus. Zypern 2009. Auf der geteilten Insel veranstaltet die Künstlerin ein Friedensprojekt. An der griechisch-türkischen Grenzlinie stellt sie Elefanten aus. Die sanften Riesen sind für Rosemarie Knausch ein Sinnbild des friedlichen Zusammenlebens. 700 contributed elephants from around the world are achieving the unimaginable, a joyful and common event on the unwanted dividing line. Ambassadors and media mingle with the public. Both mayors of the last divided capital of Europe state their common desire for a world in peace, side by side. An internet connection is set up to realize a live broadcast to the first World Peace Forum, which is about to take place in Schengen. 1 year later, the peace elephants arrive just there to celebrate 25 years of the Schengen Agreement on the now abolished border. Im Vierfeld vom Aktionstag von Haut waren großer Klang dazu aufgerufen, eigene Friedenselefant beizusteuern. Ein tausend Elefanten sind so zusammengekommen, meistens in Bildform. Friedensdorf, die kennen den. Mafi Wadlo, Friedenselefant. Der Elefant ist der neue starke Partner von unserer Friedenstaube. Er lebt auf der Erde, er ist groß, er ist stark und er kombiniert das Konzept Frieden mit Größe und Stärke. Von dem großen Elefantentraktor bis zur kleinsten Zeichnung und der kleinsten Figur hat es Rosemarie Knausch geschafft, eine riesige Elefantenparade zusammenzustellen. Wir wollen Freude verbreiten darüber, dass wir in einem grenzenfreien Gebiet leben dürfen, dass wir uns kennenlernen konnten. Ich habe die vier Bürgermeister der Gemeinden zusammengebracht. Sie haben sehr liebenswürdigerweise gemeinsam gesprochen. Der eine auf Moselfränkisch, der Luxemburger auf Deutsch. Aujourd'hui, nous sommes à Schengen, où la division a été surmontée il y a déjà très longtemps. Et on veut en quelque sorte juste s'imprégner de ce message et de l'envoyer au monde. Où on sent une fraternité formidable. Cette fraternité-là, on l'avait vécu il y a 25 ans aux frontières. All die bénévolen, erwachsene Kinder, die bis zwei Ebbes für Frieden gebetet. 25 Jahre Schengen ist eine Erfolgsgeschichte für Europa. 25 Jahre Schengen heißt 25 Jahre Frieden. Ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, haben wir alle nicht so richtig daran geglaubt, dass einmal die Grenzen, dass die Grenzen offen werden. Die meisten von uns sind damals davon ausgegangen, dass die Grenzen in ein, zwei Jahren sich wieder schließen werden.
Deshalb gab es auch keine Proteste gegen diese Unterschrift. 25 years after the signing of the Schengen Agreement, another signature takes place. The Call for a World Without Borders, authored by Elephants for Peace, is signed by the mayors of Triangle Borders, Schengen, Perl, Apache, and Sierck-les-Bains at the Schengen Peace Foundation. Schengen, the proof of a world without borders, an inspiration for mankind? Still, many borders are dividing people. Aber auch diese Grenzen müssen eines Tages verschwinden. Heute ist das noch eine Utopie, so wie der Schengen-Vertrag damals auch eine Utopie war. Ich bin überzeugt davon, eines Tages gibt es keine Grenze mehr. Zwischen Menschen dürfte es keine Grenzen geben. Strasbourg, site of overcome animosities. With the kind support of Eurocorps, Elephants for Peace contributions are shown along with the artistic works of reconciliation of Nelson Mandela. This celebrates the ending of 20 years of apartheid in South Africa and the beginning of a new era. Elephant is also Nelson Mandela. Je pense que Nelson Mandela est un homme extraordinaire. Je suis plein d'admiration pour lui parce qu'il est en démonstration de la paix. Après moi, 30 ans dans la prison, il n'a pas pris revanche. Il a démontré qu'on peut non oublier, mais peut-être pardonner, mais pas une revanche à les autres qui ont posé en prison. L'éléphant, l'animal mystique qui a la force, mais qui est l'animal de la paix. Parce que, quelle que soit la personne, l'adulte, l'enfant, on peut le caresser, il ne fait rien. Et je crois que c'est ça qui est important. Nous sommes aujourd'hui dans une maison de paix avec des œuvres de paix. Et je crois que c'est un moment que nous devons vraiment avoir en mémoire, car je pense que tout le monde souhaite ce soir que nous ayons un moment de paix. Et je vous souhaite une bonne soirée. Merci. Equally, the elephants had another appointment nearby. The Peace Association is invited by the German ambassador to represent Germany at the official celebration at the University of Strasbourg, a historical site where the founding of the Council of Europe took place in 1948. Très heureux de vous accueillir. L'occasion du 20e anniversaire de l'unité allemande. Wir leben in glücklichen Zeiten. Wir leben in Zeiten, die sich die Generation meiner Eltern und erst recht die Generation meiner Großeltern nicht hat vorstellen und erträumen können. Am Anfang des Prozesses hin zur Wiedervereinigung steht die Aussöhnung in Europa. A world movement is being started. Join the club, be welcome as a member, and send your own paintings, drawings, poetry, photographs, videos, dance, or sculpture to Elephants for Peace organization, so that your elephant travels around the world. For peace.